Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist 6 Uhr, ich sitze im Taxi und ich wollte gerade sagen, hinter mir geht die Sonne auf. Stimmt aber nicht, das sind nur Scheinwerfer. Daran merkt ihr, dass ich noch nicht richtig wach bin. In München wird heute gedreht und zwar für ProSieben und das fängt ziemlich früh an und deshalb muss ich früh los. Erste Aufgabe am Morgen, wie drehe ich im Dunkeln? Aber jetzt geht's, ihr könnt mich sehen. Hallo, guten Morgen. Wir sind am Airport angekommen. Ich bin ganz schön knapp in einer halben Stunde. Naja, knappe halbe Stunde ist schon Boarding, aber ich habe nur Handgepäck und deshalb geht das ganz gut. Angekommen, gut gelandet. Ich habe während des Fluges ein bisschen gepennt und Musik gehört, ganz gechillt. Ich sitze jetzt im Shuttle zur Drehlocation und wie ihr seht, ich sitze in einem riesengroßen Bus. Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht verraten, was ich hier in München mache, oder? Also bald findet ja die große Völkerballmeisterschaft statt und dafür drehen wir heute mit ein paar Kollegen zusammen einen Trailer, damit es dann auch so Vorschau im Fernsehen gibt und so, damit man im Vorfeld ein bisschen Werbung machen kann. Ja, und da drehen wir heute ein paar schöne Bilder für und genau da düsen wir jetzt hin. Andrea! Also sorry! Erstmal muss ich der Andrea Hallo sagen, weil das, die kennt ihr noch vom Turmspringen und von diversen anderen Sachen. Und da ist die Gina Lisa. Ja. So, jetzt bist du dran. Und ich habe heute das Vergnügen, dass die Sarah mich schminkt. Ich glaube, die wird mich sehr schön machen. Vielleicht macht die das auch schöner als die Andrea. Oh! Also, okay. Nein, wir machen nur Spaß. Wir haben schon wieder viel zu viel Spaß. Wir quatschen viel zu viel und deshalb arbeiten wir zu langsam. Aber Spaß bei der Arbeit ist ja auch eine wichtige Geschichte. Wie ihr seht, sehe ich noch nicht so toll aus, aber die Sarah arbeitet jetzt hart dran und dann werde ich so in circa 2 bis 3 Stunden, nein Spaß, in einer Stunde auch ein Gesicht haben. Oder? Auf jeden das? Fall. Ja. Und jetzt kriege ich noch so geile Beach Waves. Wie sehe ich schon aus? Wunderschön. Geht. Oh. Wunderschön. Und jetzt müssen wir leise sein. Jetzt geht's nämlich ans Set. Und da darf man nicht so laut rumschreien, da muss man immer pst, leise sein. Da wird gedreht. Ruhe am Set. Pst. Und es juckt mich immer so in den Fingern, einfach laut rumzuschreien, wenn ich ehrlich bin. Da sind noch Serben drin, gleich nochmal los. Das ist der Mann, der uns die ganze Zeit filmt. Wir sind hier beide fleißig am Hast du ihn drauf? Ja. Und er vloggt so indirekt mit. Ich glaube, das ist so Backstage-Material. Das ist übrigens die Sophia. Die kennt ihr noch aus meinem Turmspringen-Video, oder? Ja, genau. Turmspringen das erste und das letzte Mal. Ich glaube, wir machen hier einen etwas lustigen Eindruck, wie wir hier stehen. Und gerade einen Gegenangriff mit der Kamera. Und Bachelor, wink mal. Das ist ja eine Rose für mich? Nee, heute haben wir leider keine Rose für den Paul. Treffpunkt unterm Heizepilze. Oh. Wir sind jetzt hier in so einer Vorhalle und hier wird jetzt gleich ein Foto gemacht. Guck mal, da ist schon so aufgebaut, so ein bisschen mit Lichtern. Bleib mal so. Ja. Ja, ist schön. Sieht super aus. Ja. Genau. Ja, so ist gut. Genau. Ja. Das siehst du mit den Händen, mit dem Beutelchen, sieht ja, das nicht so schön wir aus. Wir haben aber das auch anders. Oder? Das liegt wirklich. Das finde ich ganz geil. Ja. Soll ich ein bisschen weiter aus? Kannst du auch. Soll ich mal für die Quote ein bisschen meinen Bauch zeigen? Ganz wichtig bei solchen Drehs ist natürlich immer das Catering, damit der Bauch voll ist, weil dann sind alle glücklich. Und das hier ist total schön. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Brote, Salate, Müsli, Obst, Gemüse, Kekse, Süßigkeiten, Grapefruit, alles. Alles, alles, alles. Und ich kriege jetzt ein paar Beeren. Oh, guckt mal. Hill Ingwer Catering. Tipptopp. Bärchen für die Frau Hansen. Ist das Ding? Mein Pokal. Der Pokal vom Team Roter Teppich. Dieses ist mein. Achtung, Video und Ton ab. Ton läuft.
Wir haben uns umgezogen, haben jetzt Hoodies an, wie ihr sehen könnt. Guckt mal. Und ich würde euch jetzt gerne zeigen, was auf meinem Rücken steht. Und deshalb drücke ich dem Coach jetzt mal die Kamera kurz in die Hand. Ich bin nämlich im Team. Roter Teppich. Ich kenne ehrlich gesagt noch gar nicht alle anderen Mitglieder, aber wird schon. Wir werden den Pokal holen. Glaubst du da auch dran? Absolut. So, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick in den Trailer-Dreh gefallen hat. Es war ein richtig cooler Tag und ich glaube, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Denkt dran, dass ihr mir ein Abo dalasst, weil ganz, ganz viele von euch, die gucken meine Videos, aber haben meinen Kanal noch nicht abonniert. Und wenn ihr nichts verpassen möchtet, dann ist es natürlich sinnvoll, dass ihr den Kanal abonniert und auch ein Däumchen nach oben dalassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!